Ich darf Sie hier im Namen der Stadt Troisdorf ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Rainer Land, ich bin der Leiter des Städtischen Kulturamtes. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich begrüße auch Vertreter aus der Politik, aus der Künstlerschaft des Hauses, Vertreter des Fördervereins. Die Ausstellung heißt Identität. Lehrbuchmäßig heißt es unter anderem, Identität ist Echtheit einer Person, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. In diesem Spannungsfeld der Fragestellungen präsentieren sich die Arbeiten von Nora Hase, Claudia Robles-Angel und Christian Amusu. Wäre es nicht wünschenswert, wenn Menschen einen friedlichen Umgang miteinander in aller Unterschiedlichkeit pflegen könnten? Und am liebsten überall auf der Welt. Das mag naiv klingen, aber diese grundsätzliche Frage sollte vielleicht auch gestellt werden. Und sollte es nicht möglich sein, dass Menschen nicht darunter leiden müssen, dass sie nicht zu den Maßstäben sich bekennen möchten, die die Mehrheiten definieren und die vielleicht einfach nicht für alle gelten sollten? Christian Amusu, das ist die Reihe Typisch Deutsch, die Sie hier sehen. Auf der inszeniert er eine schwarze Abiturientin aus Aachen, Jocelyn Chisumpa, in verschiedenen deutschen und auch einer österreichischen Tracht. Die Fotoarbeiten von Christian haben natürlich nicht das Anliegen, über historisches deutsches Trachtenwesen zu informieren, aber ihr Appeal, der speist sich entscheidend aus der Spannung zwischen dem Symbolgehalt dieser hochtraditionellen Kleidungsstücke und ihren bis ins Skurrile überhöhten Formen. Man denke zum Beispiel an diese Hauben und unseren erlernten Seherwartungen und Assoziationen angesichts von Porträts einer schwarzen Frau in ungewöhnlicher Kleidung. Seine Bilder werden so zu Vexilbildern, zu Wechselbildern, die mit unseren Klischeevorstellungen von Exotik, Fremdheit und Heimat uns konfrontieren. Ich gehe über zu den Arbeiten von Claudia Robles-Angel. Die Arbeiten, die Sie hier von ihr zu sehen bekommen, sind Arbeiten, die den fluiden Aspekt von Identität betonen. Für die audiovisuelle digitale Komposition Confluencia hat sie aus Satellitenaufnahmen erstellte geografische Karten ihrer beiden Heimatstädte Bogota und Köln miteinander verwoben. Also nicht einfach nur übereinander gelegt, sondern tatsächlich in Teilen so zusammenkomponiert, dass es wieder einen sinnvollen Stadtplan ergibt. Im hinteren Raum, das Kunsthaus nennt es das Kabinett, hatten wir die Möglichkeit, den Raum zu verdunkeln und dort eine Arbeit von Claudia zu realisieren, die genau in dieser Dunkelheit auch arbeitet. Labar gibt Ihnen zunächst die Gelegenheit zur Meditation in Dunkelheit. Mit der Zeit leuchten aus dieser Dunkelheit Netzstrukturen in der Tiefe des Raumes auf, ganz langsam werden sie sichtbar, die den Betrachter oder die Betrachterin mit auf einen Weg zu nehmen scheinen, vielleicht auf eine Reise zu sich selbst oder in den Kosmos oder beides zugleich. Bei Fluidität ist das richtige Stichwort, um überzugehen zur dritten Künstlerin hier in dieser Ausstellung, das ist Nora Hase. Nora verbildlicht die Suche von Individuen nach sich selbst und einen Platz für sich in der Gesellschaft, an dem sie sich passend fühlen. Sie ist motiviert von ihrer eigenen Erfahrung als schwarze Deutsche mit auch queerer Identität. Ihre Bilder zeigen aber exemplarisch Situationen oder erzählen Geschichten der Entwicklung, des Coming of Age und des Übergangs. Nora Hase inszeniert immer wieder Schwarz und Weiß in ihren Bildern als psychologische Farbpole der Identitätssuche. Das blendend weiße Hemd, das weiß überblendete Gesicht und Kleid. Der Kontrast weißer Kleidung auf schwarzer Haut überhaupt. Schwarze Haut kommt immer wieder vor. Daneben erzählt Nora Hase in ihren Bildern auch vom Mann oder Frau sein. Oder beides. Und auch hier geht es ihr um Facetten und um Übergänge,